Und heute Abend für Sie in der Regie, Yannick, Laura und natürlich Bo. Und jetzt gehen wir mal rüber ins TV-Studio, wo die Stimmung schon ganz gewaltig am Kochen ist. Und für Sie auf der Bühne heute Abend Nino und Caro. Herzlichen Dank an Frederik für die wirklich charmante Einleitung. Und damit herzlich willkommen zur 8. Campus TV-Show hier am Campus Link. Wir haben wieder viele spannende Beiträge für euch vorbereitet. Unter anderem gibt es eine Gameshow dieses Mal. Und Anna präsentiert uns jetzt den Preis. Die goldene Hochschultasse. Ja, damit wir nicht mit leerem Magen starten, geben wir auch direkt in den ersten Beitrag ab. Chanzu Yuceva, Julia Müller, Karina Quentin, Anna Nuxoll und Franziska Gehr haben sich dem perfekten Studi-Dinner gewidmet. Ich bin Karina. Und ich bin Julia. Und zusammen gewinnen wir das perfekte Studi-Dinner. Ich bin Caro. Und ich bin Franzi. Und zusammen erkochen wir uns heute den Sieg. Wir sind Team Jansu und Anna. Und dir pfeffern wir heute weg. Hallo! Hallo! Hallo, Spazier, liebe gute Stube. So, hier sind wir in unserer Küche. Wir haben auch zwei andere Mitbewohner, mit denen sitzen wir öfter zusammen. Und ja, heute wird hier auch gekocht. Ja, na, man geht einfach auch noch immer. Ach, stimmt ja. Licht leuchtet, auf jeden Fall ist der Ofen an. Da muss man immer ein gutes Gespür für haben. Dann lasst es euch schmecken. Also das Dressing war sehr witzig, sehr gut. Ja, es hat schon gut geschmeckt, aber ob man das als Hauptgericht nehmen könnte, ist fraglich, finde ich. Wir geben stolze 8 Punkte. Grundsätzlich fanden wir es gut. Ja, es hat sehr gut geschmeckt, sehr frisch. Ja, bei mir persönlich ist es halt, ich mag kein Schafskäse. Wir geben 7 Punkte. Hallo, willkommen in unserer Wohnung. Kommt doch rein. Ja, wir sind hier an unserem Lieblingsort. Wir kochen ja sehr viel in unserer Freizeit. Und das wollen wir auch heute machen mit gar nicht mal so vielen Zutaten. Aber wir sind ja echt Profis, deswegen brauchen wir gar nicht so viel. Wir fangen mal mit den Tomaten an, ne? So, wir achten ja hier auf Hygiene. Deswegen waschen wir erstmal das ganze Zeug ab. Glaubst du, dass ihr heute gewinnen könnt? Und wenn ja, warum? Natürlich. Alles, was uns lieber zubereitet wird, wird gemocht, oder nicht? Selbstgemachter Teig. Ja, also die Pizza an sich war eine sehr gute Idee. Die war auch sehr saftig, aber der Boden war ein bisschen zu weich. Ich hätte mir mehr Käse gewünscht auf der Pizza. Ansonsten fand ich die auch sehr gut. Und wir haben uns entschieden, dass wir 7 Punkte geben wollen. Ja, also mir hat die Pizza eigentlich ganz gut geschmeckt. Es war halt echt schön frisch. Durch dieses Paprika und Tomatenzeug drauf war es wirklich lecker. Der Boden war allerdings nicht ganz durch. Doch. Sicher? Ja, wir haben uns entschieden für die 7. Yay. Hallo, willkommen in unserer Wohnung. Komm rein. Ja, wir sind hier jetzt in unserer Küche. Wir kochen heute Nudeln mit Tomatensauce, ganz klassisch. Wie viele Punkte würdet ihr euch denn selber geben? Uns hätte ich jetzt auf jeden Fall 10 von 10. Es dampft und zischt. Müssen wir jetzt die Feuerwehr rufen? Nee, das ist bei uns normal. Also an sich hat das gut geschmeckt, finde ich. Aber die Soße war sehr flüssig. Dann waren die Nudeln auch schon so ein bisschen kalt. Wir geben liebgemeinte 6 Punkte. Ich fand vor allem die Zwiebeln gut. Ja, aber fand ich auch. Da war ja auch Knoblauch mit drin. Ich fand einen Ticken zu viel Knoblauch. Wir vergeben 8 Punkte. Auf dem zweiten Platz sind logischerweise dann 2 Leute. Und zwar einmal wir beiden, Jans und Anna. Team Jans und Anna. Und der zweite Platz, den ehrt Caro und Franziska. Yay. Ja, und damit seid ihr Platz 1 mit 15 Punkten.
Ja, vom Kulinarischen kommen wir jetzt zur Kultur. Und zwar der unserer Hochschule und allem so drumherum. Und dafür haben wir ein spannendes Quiz vorbereitet. Wir haben zwei Teams im Studio. Zum einen Team 1 mit Herrn Dr. Sauer, der hier in Lingen... die Professur für Fertigungs- und Produktionstechnikmanagement hält, zusammen mit seinem Studenten Heiner Stephan, der im vierten Semester Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Genau. Und in Team 2 haben wir einmal Greta Kossing, die im zweiten Semester Kommunikationsmanagement studiert. Und den Tim, der im vierten Semester Wirtschaftsingenieurwesen studiert. So, und bevor es losgeht, wird Nino uns jetzt einmal die Regeln erklären. Ja, es handelt sich um ein typisches Schätzspiel. Jedes Team hat Stift und Zettel parat und schreibt seine Schätzungen auf. Wer näher am richtigen Ergebnis ist, bekommt den Punkt. Alles klar? Okay, los geht's. Frage Nummer 1. Wie lang ist die Halle hier? 1mal die Ergebnisse in die Kamera halten. Das richtige Ergebnis lautet 200 Meter. Damit geht der Punkt an Team 2. Ja, die nächste Frage: Wie hoch ist unsere Halle? Das richtige Ergebnis lautet 15 Meter. Kommen wir zu Frage 3. Wie breit ist diese Halle? Einmal die Ergebnisse in die Kamera halten. Dankeschön. Das richtige Ergebnis lautet 56 Meter. Unsere vierte Frage. Wie viele Shops gibt es im Lokentor hier um die Ecke? Oh Gott. Zählt Bäckerei oder mit? Zählt alles mit. Auch voll, also voll vermietet oder auch die, die leer stehen? Auch die, die leer stehen. Also auch die, die leer stehen. Okay. Okay, noch 3 Sekunden, dann kommt ihr zu einem Ergebnis. Und die richtige Antwort lautet 49. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage. Gut aufgepasst. Jetzt oder nie. Wann wurde das Eisenbahnausbesserungswerk, sprich unsere Halle hier, offiziell in Betrieb genommen? Das Ergebnis hochhalten. 1870 und 1918. Und das richtige Ergebnis lautet 1856. Oh. Und gewonnen hat Team 2. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
Ja, vom Gehirnjogging kommen wir jetzt zum richtigen Sport. Und zwar dem des Hochschulangebots. Bao Din, Alex Dickmann, Yannick Döpke und Alina Bergmann haben sich das mal für uns angeschaut. Ich bin jetzt hier am Campus und habe Mirko vom AStA neben mir sitzen. Mirko, was genau sind deine Aufgaben beim AStA? Ich bin Referent für Kultur, Sport und Freizeit und kümmere mich mit der Volkshochschule und dem Zentrum für Hochschulsport um das Sportprogramm für die Lingener Studierenden. Welche Sportarten bietet ihr genau an? Ja, wir haben Mannschaftssportarten im Programm. Da ist Fußball, Volleyball, Handball. Wir haben auch Kursprogramme wie Hatha-Yoga, Boxilates und Exkursionen, die so 1 bis 2 Wochen lang gehen, so in Spanien oder Frankreich, wie Wasserski und Segeln. Jetzt haben wir natürlich auch vor, die Sportarten auszuprobieren und deshalb gebe ich ab an unsere Sportskanone Bao, der mittlerweile beim Hip-Hop sein müsste. Dankeschön, Yannick. Ich stehe hier gerade vor der Tanzhalle. Ich freue mich schon gleich auf ein paar Hüftschwünge beim Hip-Hop. Ne, ich gehe mich jetzt umziehen, mal gucken, wie die Mädels drauf sind. Umgezogen bin ich jetzt. Die Mädels sind auch schon fleißig. Ich werde mich jetzt einfach mal dazustellen. Wir trainieren jeden Mittwoch von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Oberbergschule. Und wir trainieren da alle zusammen Hip-Hop seit diesem Semester. Hip-Hop bedeutet sehr lockere Bewegungen auf Hip-Hop-Musik, ob es alte Hip-Hop-Musik ist oder sehr neue Musik. Das kann auch bis hin zu R&B und Dancehall gehen. Wir mischen viele Bewegungen auch aus dem Breakdance rein, aus verschiedenen Tanzrichtungen wie Popping und Locking. Wir lernen da ganz neue Moves kennen und lernen uns richtig zu bewegen. Arbeiten mit Koordination, arbeiten mit Isolationsübungen, mit Basics und machen dann letztendlich immer Choreografien. Mixen das alles und versuchen auch ein bisschen in den Freestyle zu gehen. Das war jetzt Hip-Hop, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, besonders der Hüftschwung, den ich hier gelernt habe. Naja, und jetzt probiere ich einfach mal Volleyball aus. Bis nachher. Ich bin jetzt hier beim Volleyball und ich sehe, sie sind schon fleißig, deswegen werde ich mich jetzt schnell umziehen, um dazu zu stoßen. Bis gleich. Hallo, ich bin Jan Frankenberg und bin derzeit der Trainer der Hochschulmannschaft, die man hier im Hintergrund momentan auch trainieren sieht. Was mich am Volleyball fasziniert, ist, dass es ein Teamsport ist, dass ein Ball dabei ist und ganz wichtig, dass es eben ein kontaktloser Sport ist. Das heißt, den können wir relativ gefahrlos ausüben, weil wir eben keinen Kontakt zum Gegner haben. Wir haben immer eine Menge Spaß. Trainieren tun wir einmal die Woche, donnerstags von 20.30 Uhr, solange wir Lust haben. Und wir freuen uns immer wieder auf neue Leute, die dazukommen und mit uns Spaß haben. Das war jetzt Volleyball. Es war sehr anstrengend. Ich hatte sehr viel Spaß gehabt, besonders in der Mannschaft. Also für Mannschaftssportler ist es auf jeden Fall was. Kann ich nur Daumen hoch geben. Aber ich muss jetzt in die Dusche nach diesen 2 Sportarten. Ich gebe zurück wieder an Yannick. Danke, Bao. Das hat doch sicherlich einigen Zuschauern jetzt Bock auf Hochschulsport gemacht. Wo genau kann ich mich denn jetzt über die weiteren Sportarten informieren, Mirko? Ja, also erstmal gibt es überall Plakate, da steht das drauf. Ihr könnt auch gerne bei mir ins Büro kommen und euch bei mir informieren. Du erwähntest eben einen Segelflug-Schnupperkurs. Ja, der ist am 13.06. Da kostet 20 Euro. Da kann man halt den ganzen Tag dann Segel fliegen. Anmelden kann man sich bei mir unter meiner E-Mail-Adresse im Betreff bitte Segelschnupperkurs Lingen und dann leite ich das an den Verein so weiter. Vielen Dank, Mirko. Und damit dann zurück ins Studio. Ja, der Hochschulsport. Ich könnte auch mal wieder Sport machen. Wie sieht es denn bei unseren Gästen aus? Kennt ihr den Hochschulsport? Nehmt ihr da vielleicht sogar teil? Oder was macht ihr eigentlich so in eurer Freizeit? Natürlich kenne ich den Hochschulsport, bin aber leider nicht dabei, aber ich gehe sehr viel tanzen, bis zu 3-4 Mal die Woche. Das ist so mein Sport. Ich muss sagen, ich bin auch nicht beim Hochschulsport dabei, aber gehe auf jeden Fall einmal die Woche joggen und zurzeit am Wochenende, wenn es die Zeit zulässt, gehe ich Downhill fahren per Mountainbike. Ja, dann bin ich jetzt der Dritte im Bunde, der zwar den Hochschulsport kennt, aber nicht aktiv teilnimmt. Ich spiele in meiner Freizeit ganz gerne Tennis. Ja, den Hochschulsport kenne ich auch, aber ich spiele eher Badminton oder gehe dann laufen, wenn die Zeit es zulässt. Ja, von Muskelkraft kommen wir dann jetzt zu Maschinen. Was es damit auf sich hat, sehen wir jetzt im nächsten Spiel. Da können wir im Studio alle die Füße stillhalten, denn unsere Außenreporter übernehmen in 2 Teams verschiedene Aufgaben und ihr müsst euch dann gleich für ein Team entscheiden.
Dafür gebe ich ab an Simon in den Fürsten Forest. Hallo Studio, wir sind hier im Fürsten Forest in Fürstenau. Neben mir steht der Ranger Anton. Sag mal, was machst du hier und was hast du uns heute mitgebracht? Ich fahre hier normalerweise einen Geländeparcours. Ich habe heute Quads und Buggies mitgebracht und ich habe einen schönen Parcours ausgesucht, den werden wir mal ausprobieren. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Hier sind unsere Teams. Wir sind Team Orange und mit uns könnt ihr nur gewinnen, denn wir sind unkaputtbar. Wir sind Team Blau und wir gewinnen, weil wir gerne Matsch spielen. Team Orange oder Team Blau? Ihr habt die Wahl und damit zurück ins Studio. So, die Teams habt ihr jetzt gesehen und jetzt liegt's an euch. Für welches Team entscheidet ihr euch? Ich würde sagen, weil das Team 1 eben verloren hat, darf es beginnen. Orange? Also wir wählen Orange. Okay, damit muss Team 2 auf Team Blau setzen. Mal gucken, wer gewinnt. Anton, worum geht's hier? Beim Offroad-Fahren geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern ums Geschick. Ja? Je langsamer man durchfährt, umso sicherer ist man auf dem Fahrzeugen zum Beispiel. Wir haben einen schönen Parcours vorbereitet und jetzt kann es losgehen. Ich stoppe die Zeit und es geht jetzt auch sofort los. 1, 2, 3, los! Ich traue mich noch gar nicht auf die Zeit zu gucken. Was meinst du? Ich denke, er ist richtig, richtig gut. Also er fährt eigentlich richtig schnell, kriegt die Kurven wunderbar. Da sollte so eine 1,30 vielleicht drin sein. Und stopp! 2,7. War anstrengend, war gut, aber ich glaube, das müssen wir erstmal schlagen können. Das werden wir gleich sehen. Hier kommt Runde 2. Es geht los in 1, 2, 3, los! Der macht das richtig schnell. Er hat den Vorteil von seinem geringen Körpergewicht. Wie eine Feder fliegt er da herum. Und jetzt kommt er sehr, sehr agil um die Kurve. Das sah richtig schnell aus. Wir fahren hier zurecht. Wir haben eine Zeit von 1,22,9. Das ist unglaublich. Wir sind jetzt hier im Wald und auf dem Weg hierhin habe ich mich gerade schon ein bisschen dreckig gemacht. Wir fahren jetzt gleich nochmal einen Parcours, so wie gerade auf Zeit, aber es gibt eine kleine Änderung. Der Fahrer muss Begriffe raten und für jeden richtigen Begriff gibt es 5 Punkte auf das Zeitkonto gut geschrieben. Aber womit fahren wir jetzt eigentlich? Ich habe hier so eine Art Strandbuggies mitgebracht. Die sind 4x4 angetrieben. Ich dachte, dass wir einen etwas schwierigeren Parcours machen. Ja, und damit man auch sieht, dass man nicht nur auf dem Strand fahren kann, sondern auch im Gelände. Und los! Okay, Caro. Wo du dich zu Hause fühlst. Wer wohnt denn da? Was? Oberhausen? Keine Ahnung. Ja, wie heißt denn Mutter, Vater? Wie nennt man das zusammen? Was? Wie nennt man das zusammen? Mutter, Vater, Schwester? Familie. Ja, genau. Und die Enterprise ist was für ein Ding? Was? Was? Ja. Wow, wow, wow. Das nächste kann ich nicht. Wenn alle Reifen angetrieben werden, wie nennt sich das? Allrad-Antrieb! Jawohl! Was mache ich denn gerne? Gas, Gas, Gas! Was mache ich denn gerne, wenn ich jetzt mal sage, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe, dann gehe ich einen Dampf los, nennt sich das? Wow, Dampfbad! Sauna! Nein, nein! Au! Okay, der Chef von dem Schiff ist... Kapitän! Jawohl! Oh mein Gott! Los, 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 los! Vero, Caro und du, ihr seid eine? Vicky! Nein, anders! Unreicher! Nein! Brüder! Dein Bruder und deine Schwester!
Schwester, deine Mutter, dein Vater. Richtig. Hi, total. Welchen Film meine ich? Enterprise. Raumschiff Enterprise. Nur das erste Wort? Raumschiff. Richtig. Welches Tier hält man sich gerne als Haustier außer Hamster? Hamster, Maus. Nein, weiter. Außer Hamster, Meerschweinchen. Richtig. Was hat dieses Fahrzeug? Motor. Was? Motor. Nein. Mit den Rädern, mit den Nein. Rädern. Nein, Vierradantrieb. Was denn hier passiert? Ja, Bea hat den Strandbuggy geschrottet oder der Strandbuggy hat Bea geschrottet. Wir wissen nicht ganz genau, aber das Auto fährt nicht mehr. Ja, wie dem auch sei, aber ich glaube, das heißt Disqualifikation und der Punkt geht an Team Orange. Nein! Zwei Spiele, 1-1, Orange gegen Blau. Jetzt müssen wir größere Geschütze auffahren. Sag mal, Timo, was ist das? Das ist ein deutscher Schützenpanzer, Marder nennt er sich und ist 30 Tonnen schwer. Und diese 30 Tonnen sollen unsere Teams jetzt versuchen zu schieben. Viel Spaß. Los geht's, Team Blau beginnt. Ja, wir kriegen das Essen. Nee, da bewegt sich ja gar nichts. Stopp, Jungs, das funktioniert so nicht. Nee, ihr seid raus. Los geht's, Team Orange. Das funktioniert! Ja, das funktioniert! Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Wir sind erschöpft, wir sind dreckig und wir haben ein Gewinnerteam, Team Orange! Yeah! Und wer kriegt bei euch den Punkt? Aus dem Fürstenforest zurück ins Studio. Und damit geht der Punkt fürs Panzerschieben an unser Team 1. Genau. Wie man sieht, hat sich in der Zwischenzeit hier einiges verändert. Und ich erkläre mal kurz das nächste Spiel. Also jedes Team muss erstmal einen Fahrer bestimmen, der dann durch diesen großen Parcours fahren muss, aber nicht einfach nur durchfahren muss, sondern alle Flaschen umschmeißen. Bitte wählt kurz aus, wer für euch fahren soll. Ja, also Autofahren und Technik ist, glaube ich, eher Wirtschaftsingenieurwesen. Deswegen würde ich sagen, fährst du eine Runde. Okay, super. Gut, dann würden wir Heiner Stefan wählen, dann ist das Duell der beiden Wirtschaftsingenieure aus dem vierten Semester. Wunderbar, da darf ich dich, Heiner, auch bitten zu beginnen. Die Zeit läuft ab jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Jawohl. Hey. Ja, das Auto hat einen besonderen Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall. Lange Strecken kann ich glaube ich. Super. Ja, perfekt. Und nochmal vor. Aha. Ja. Passt. Nein. Jetzt ziehen wir schon bei dir mit. Da kommt er. Super. Und vor. Jawohl. Und weiter vor. Stopp. Na, war doch super. Wunderbar. Ja, 8 Flaschen stehen in diesem Team noch. Was war das für ein Gefühl, zum ersten Mal im Leben Lamborghini zu fahren? Ja, war schon ein sehr sportliches Gefühl und die Übersicht ist ein bisschen verloren gegangen. Das Auto ist sehr flach und ließ sich auch nicht so ganz leicht steuern. Aber ich denke, das Ergebnis ist ganz gut. Da muss Tim jetzt erstmal nachlegen. Macht er mit links. Wunderbar. Okay, die Zeit läuft. Ab jetzt.
Gib mal, Merker. Neun Flaschen stehen noch, das heißt, Team 1 hat gewonnen. Eine Flasche. Eine Flasche, das war sehr knapp. Okay. So, und wir geben jetzt ab zu Nora. Die war für uns auf der Maiwoche in Osnabrück unterwegs. Und wir gucken mal, was sie dort alles erlebt hat. Hallo und herzlich willkommen auf der Osnabrücker Maiwoche. Ich bin Nora und ich werde heute für euch herausfinden, was man sich hier auf dieser Maiwoche auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Let's go! Hinter mir die Rathausbühne. Auf dieser Bühne haben schon national bekannte Acts wie Mickey Krause, Casper und Madsen gespielt. Heute Abend das Blasorchester hinter mir, ihr hört's schon. Aber auf der Maiwoche gibt's nicht nur was zu hören, sondern auch für die Geschmacksnerven. Es sorgen viele kleine Buden auf verschiedenen Straßen für das leibliche Wohl. Von Zuckerwatte bis Bratwurst ist hier alles zu kriegen. Was das Bier auf dem Oktoberfest in München ist, ist die Maibowle für die Maiwoche. Es gibt zwei verschiedene Sorten, einmal Erdbeer und Waldmeister. Was genau so besonders an dieser Bowle ist, das finde ich jetzt für euch heraus. Du verkaufst hier die traditionelle Maibowle. Und wie lange machst du das denn schon? Ich bin seit 2 Jahren dabei, aber hier verkaufen wir schon seit 20 Jahren etwa. Was ist denn in der Maibowle drin? Ja, hauptsächlich halt frische Waldmeisterblätter und dann halt mit Vanillezucker und Weißwein. Wir haben zusätzlich noch Sekt mit drin, das hat unsere eigene Hausmischung. Ja. Das klingt super lecker. Ich teste das jetzt mal aus für euch. So sieht das Ganze aus. Ich bin mir sicher, es schmeckt auch gut. Lecker. Also die Maibowle kann ich wirklich empfehlen. Jetzt werde ich mich auch noch auf weitere Entdeckungstour begeben. Ich befinde mich gerade vor dem Osnabrücker Dom, neben dem alten Kettenkarussell, das ich jetzt gleich mal ausprobieren werde, um ein bisschen Jahrmarktstimmung einzufangen. Das hat so richtig die Kindheitserinnerungen in mir geweckt. Ich habe den Maitag hier sehr genossen auf der Maiwoche und das Essen war toll, die Musik war toll. Ich kann es allen sehr empfehlen, der ganzen Hochschule in Osnabrück einmal der Maiwoche einen Besuch abzustatten und gebe damit zurück ins Studio. Von der Maiwoche haben auch wir hier was zu feiern, und zwar unseren Gesamtsieger, Team 1. Herzlichen Glückwunsch! Und da kommt hier auch schon unsere tolle goldene Tasse. Viel Spaß damit! Ja, da ich die Frage auch an die Sieger, wie fühlt sich das an, hier gewonnen zu haben? Das fühlt sich wahnsinnig gut an. Dankeschön! Wunderbar. In diesem Sinne auch ganz herzlichen Dank an unsere Kandidaten für die Gameshow. An Greta, an Tim, an Heiner und vor allem an Sie, Herrn Dr. Sauer. Auch, dass sich jemand von der Professur bereit erklärt hat, das hat uns wirklich sehr gefreut. Herzlichen Dank. Und damit bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die mitgewirkt haben. Und an die, die zugeschaut haben. Caro und ich wünschen euch einen schönen Sommer. Euer Campus TV-Team. Was sage ich überhaupt? Kannst du das nochmal eben laufen lassen, Joko? Das läuft die ganze Zeit. Super, super! Was macht dein Kollege da gerade? Ja, der fährt Parcours.
Auf zur Ziellinie! Also du nicht! Welche Sportarten bietet ihr denn genau an? Also ihr habt Mannschaftssportarten. Boah, Scheiße! Warum will ich hier gleich gewinnen? Warum wir gewinnen? Weil wir die Geilsten sind! Weil wir die Geilsten sind! Und unkaputtbar! Und Garo einen Wahnsinns Fahrstil hat, ne? Immer geradeaus! Ein bisschen Gas halten. Echt? Ich bin Carina. Und ich bin Julia. Und ich bin Julia. Und zusammen gewinnen wir das perfekte Studium. So, Leute, es ist doch kein echtes Spiel gewesen. Ich war auch noch nie in Sterne. Am Ende kommen wir. Hammertime! Super, das klingt doch super interessant, was Bao da gerade gemacht hat. Super, super, super. Geil, oder? Nochmal. Studio, ich weiß nicht, ob Sie auf die richtige Teammäßigkeit getippt haben. Das ist das zweite Mal falsch gewesen. Ich geb Gas! Nein, ich geb Gas! Schauen, was sich außer Musik und Essigkeiten noch so alles sicher auf Jamal Woche befindet. Bis dann. Im Qualifying hat er sozusagen schon seine Hose genässt. Meinst du, also die Schuhe und so Hose. Wer kriegt den Punkt im Studio? Aus dem Fürsten Forest zurück ins Studio. Danke.